Wir nehmen hier einfach mal das Motorrad, würde ich sagen, weil einfach weil es gerade rumsteht. Gibt aber hier ganz schön Schubrakete, du. Das haut sogar fast den stärksten Mülleimer um. Was ist denn hier los? So, Tür auf. Na, komm schon. Dann schauen wir mal, was da los ist. Hallöchen, da bin ich wieder. Erstmal mit den Damen und Herren hier reden. Mal gucken, was sie zu erzählen haben. Wie verkraftet DedSec den New Dawn-Sieg? Wir profitieren. Im ganzen Land gibt es unzählige Proteste. Und sogar Leute, die mit uns nichts zu tun haben, machen mit. Könnte nicht besser laufen. Außer man würde die Kirche komplett schließen. Wir hören erst auf, wenn das passiert. Miranda und Jimmy Siska an der Front schaden New Dawn echt gewaltig. Ja, ist doch gut. Sieht aus, als könnte Cyberdriver der Überraschungshit des Jahres werden. Tja, wir warten mal lieber nicht auf eine Dankeskarte von HMP. Nope. Home hat hier ein echt gutes Ding laufen. Sie hypen das Produkt. Wir heben die Probleme der Early Adopter und halten dann genug Ware zurück, um den Bedarf gerade so zu decken. Boom. Muss jeder haben. Diese Early Adopters haben aber garantiert ein paar Horror-Stories auf Lager. Das ist ja das Herrliche. Der erste Release der Software ist laut Vertrag eine Beta-Version und wird wie gesehen verkauft. Negative Presse konnten sie runterspielen, indem sie Whistleblower wie Deppen dastehen lassen. Du bewunderst diese Leute? Moral gilt nur für die Aktionen von Einzelpersonen, Marcus. Man kann die Maschinerie bewundern, ohne ihren Zweck gut zu heißen. Mhm. Okay, da haben wir gerade mal ein paar Dialoge abgeklappert. Können wir hier bei Ranch auch noch machen. Marcus Holloway, Geißel der Kirche. Komm schon. Marcus Holloway, Fluch der Tablet-Fakerei. Furchtbar. Marcus Holloway, Untergang der New Dawn. Der war gut. Nehmen wir den. Ich würde gern was auf den 3D-Drucker drucken, aber die anderen meinen, das klappt nicht. Worum geht's? Ein Dildo oder eine Katze? Hab mich noch nicht entschieden. Zwischen Dildo und Katze? Die Leute wollen immer Knarren drucken, die nicht wie Knarren aussehen sollen. Warum dann nicht wie ein Dildo? Eine Katze? Oder ein Einhorn? Und dann... Bam! Damit hat keiner gerechnet. Arbeite lieber noch ein wenig an der Entwicklung deiner Einhorn-Dildo-Knarre. Also bevor du dir um die Ästhetik Sorgen machst. Das Harz ist echt teuer. Da hast du recht. Ja, haben wir am eigenen Leib gesehen. Hier, wir haben richtig krass Geld ausgegeben. Ein Hoch auf den Überwachungsstaat. Das ist wie Exhibitionismus. Aber man bezahlt Leute dafür, einen anzusehen. Machst du kleine Shows für die? Aber hallo, Billardshows. Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß eben, was ich kann. Und mit Billard meine ich Taschenbillard. Oh, ja, verstanden. Ja, den haben wir ja schon gehört, den Spruch. Gucken, was die anderen noch so zu erzählen haben. Erstmal wieder hier ein bisschen Dialoge abklappern, ne? Ich habe mir diese Datensharing-Sache des Studios mit Blumen genauer angesehen. Folgendes. Das Studio lässt dir einen Teil der Benutzerdaten verwenden, aber Bloom greift ohne Wissen des Studios auf mehr zu. Und das Studio bemerkt nichts? Nein, das Studio nutzt die CTOS-Infrastruktur und über genau die passiert es. Josh hat wohl recht. Bloom nutzt es, um die Gesichtserkennung durch Emotionsmuster zu verbessern. Dazu dann noch die Profiler-Daten? Und was haben wir? Die Geburt eines fiesen prädiktiven Algorithmus. Genau so sehe ich das auch. Wie schnell der wieder
Weißt du, ich habe die gecrackte Version von Horn Vanilla bei mir zu Hause. Hab direkt nach der Installation die Serververbindung getrennt. Aber läuft auch ohne perfekt. Was ist mit den Aufzeichnungen? Ich habe ein Algo meines normalen Tages, der ungewöhnliches Verhalten markiert. Das System pingt mich an, wenn ich nach Hause komme, und ich schaue mir die Videos vor dem Löschen an. Wenn ich sie will, kopiere ich sie auf USB oder auf meine alte Win95-Maschine, ohne Netzwerkkarte. Ach, schon was Cooles erwischt? Meistens mein Nachbar, der mir meine Geranien klaut. Offenbar glaubt er, dass die nachwachsen. Aber ich kaufe am Wochenende immer neue. Nie mit ihm drüber geredet? Egal, was es mich kostet, neue zu kaufen. Das ist ein kleiner Preis dafür, einem Ninja-Opa dabei zuzusehen, wie er sie aus dem Blumenkübel klaut, als wäre er in Ocean's 11. Naja, wenn er es sich leisten kann, ne? So, was macht Josh? Oh, Cutscene, was ist da los? Super! Yes, sir. Ich hab getan, was ich konnte. Okay, das war gute Arbeit. Ich sag nicht, dass du mir die Schuld gibst. Ich sag nur, ohne die richtigen Komponenten. Hey, hey, hey! Das ist okay. Das ist Scheiß! Hab was für euch. Oh. Cool, wir haben es geschafft. Sehr gut, Mann. Gut gemacht. Genau das. Hey, kein Bullen mehr. Das ist flüssiges Kokain. Nicht so die beste Idee für Josh. Nope. Keine Chance. Fuck. Und los geht's. Yeah! Wow! Ich wollte euch allen nur noch kurz sagen, euch allen, ich trinke auf yes. Denn wir sind verdammt nochmal die Besten im Hacken, Codieren und Klauen. Raus damit, Bruder, raus damit. Sie das gesagt haben. Aber auf uns, that's it. That's it, Bitches. Ja. Okay, Mann, jetzt so. Müssen wir ein Smart Home finden und den Server hacken. Oh. Wie sieht's beim Modell aus dem Ahead-Komplex aus? Mal sehen. Die Sicherheit ist niedrig. Da kann man gut den Zero-Day testen. Sollte? Klingt dir wieder sehr positiv. Neue Mission verfügbar. Ja gut, wir haben unseren Roboter da umgebaut, aber ich wollte trotzdem mal mit Josh reden. Aber da triggert er hier gleich die Mission. Marcus, ich lese gerade Kommentare von DedSec-Leuten. Unsere Mitglieder in New York haben ein New Dawn Center angezündet. Ist das okay für uns? Das passiert, wenn eine Gruppe weder Regeln noch Anführer hat. Man kann auf eine Botschaft hinarbeiten, aber nicht jede Reaktion kontrollieren. Unsere Botschaft hier stimmt. Das müssen wir einfach akzeptieren. Ja, gut. Ist okay für mich. Ist es okay für dich? Yep. Galilei war mit dem Auto auf dem richtigen Weg. Offenbar wollten sie die Fahrdaten in einen maschinellen Lernalgo einspeisen. Und Noodle verwendet noch immer Regeln. Sollte uns wohl nicht überraschen, wenn Galilei ein Auto rausbringt, das wirklich funktioniert. Nur eine Frage der Zeit, Mann. Heimüberwachung schockiert die Leute wohl noch immer. Das läuft doch schon seit Jahren. Kann sein, aber es ist ein Unterschied, ob man sich deswegen Sorgen macht oder ob es noch schlimmer ist, als man denkt. Es ist grundsätzlich noch schlimmer. Also müssen sie es akzeptieren. Oder ihre Geräte so modifizieren, dass sie nicht ständig alles weiterleiten. Die meisten Leute wissen wohl nicht, wie das geht. Aber wir wissen das. Bringen wir es ihnen bei. Ich mache ein Wiki auf. Mit Home fange ich an. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Happy New Year. Na gut, dann machen wir mal weiter. Wir müssen wieder raus in die weite Welt. Und wieder irgendwas auseinandernehmen. Wir gucken da gleich mal auf die Karte. Home Sweet Home wird verfolgt. Auf Karte anzeigen. Okay. Gut, dann Tür auf. Und los geht's. Wir schnappen uns hier mal das Moped, würde ich sagen. So, ja, von wegen auf der Karte markiert. Was will das denn, Ding? Lass mich mal in Ruhe jetzt. So. Hier.
Das ist gar nicht mal so weit weg, das ist gut. So, wir müssen noch mal zu dem Kleidungsgeschäft. Fällt mir gerade ein, weil mir fällt gerade ein. Ich habe da was freigeschaltet im Ubisoft-Ding. So, ich habe hier geparkt, das passt schon, das ist richtig. Ich hoffe nur, das kann ich jetzt hier kaufen, einfach so. Na, hier, guck mal, da können wir uns ganz normale Kleidung auch kaufen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Habe ich das jetzt einfach hier drin, Oberteile? Ah, yeah, das habe ich jetzt einfach hier drin, cool. New Dawn Maske, das will ich aber nicht. Oberteile. Okay, gut, dann ist es doch nicht. Nee, das war doch dieser. Ach, hier bei Premium müsste es drin sein. Genau hier, White Hat. Outfit, genau, das ist es. So. Und noch die Schuhe, Brillen haben wir leider keine. Ich find's blöd, dass man nicht sagen kann, keine Brille. Ja gut, Job brauchen wir nicht. Garderobe, ja gut, dann lassen wir einfach mal so, wie wir sind. Das hätte ich auch jetzt im Versteck machen können, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, da haben wir uns jetzt mal eingekleidet. Ich meine, wenn ich das Zeug schon freischalte mit meinen Punkten, dann will ich das auch mal zeigen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Motorrad ist gerade so ein bisschen abgehoben, habe ich das Gefühl gehabt. Sowas fliegt da nochmal das Motorrad durch die Gegend. So, und da wären wir auch schon. Zieh mal einer an, das kommt mir doch auch sehr bekannt vor aus der Preview. So, einfach nur hier dran gehen, das wäre jetzt aber zu einfach, ne? Leute, der Zero Day funktioniert. Ich bin drin. Super gemacht, Marcus. Sieh dich mal in dem Haus um. Horm speichert alle Nutzerdaten lokal. Wenn du Zugriff auf das Material mit den Leuten hast, die das Haus ansehen, reicht das aus, um Alarm zu schlagen. Verstanden. Okay. Hier läuft jetzt Musik, das finde ich jetzt nicht so toll. Alarm aktiviert, Position gesendet. Rauch 1, 10, 13. Ups. Bitte Bestätigung. So viel dazu, dass das Ding funktioniert. Ich dachte, wir haben ja alles abgeschalten. Ich würde nur mal interessieren, Position ob die... Des Verdächtigen unbekannt. Drücke vor.
Schnauze. Na gut. Meine Systeme laufen optimal. Das war jetzt aber echt mal wieder richtig fail. Okay, Jumper, do your thing. Ich bin gerade dran. So, zack. Gehen wir mal hier dran. Oh, das war jetzt wieder so fail, ey. Ich würde gerne ein einziges Mal einfach ihr Ding machen. Willkommen bei Home, dem Smart Home der Zukunft. Während Sie die Tour durch unsere Anlage genießen, nehmen Sie sich Zeit, so, sich richtig umzusehen. Nach oben. Berühren, fühlen, öffnen und nutzen Sie jedes Objekt nach Ihren Wünschen. Da steht dies dann mal ein Auto. Ihre Erfahrung, Ihre Reise. Und wenn Sie sich dann entscheiden müssen, bedenken Sie, es ist kein Heim, wenn es kein Home ist. Ah, der Serverschrank. Ist mir egal, wir können eh abhauen. Na komm schon, Markus, hopp, mach hin. Waffe weg. Okay. Sieht gut aus. Ja, ich war jetzt wieder ein bisschen ruhig. Ich bin ja immer da so ein bisschen konzentriert. Immer am Überlegen, was machen wir jetzt als nächstes. So gut, auf jeden Fall Follower wieder dazu bekommen. Wieder 6 Punkte, das finde ich gut. Mhm. Super. Hey Leute, der Server war eine Pleite. Was meinst du? Du hattest Zugang. Das ist nur eine Weiterleitung. Die Daten werden woanders gespeichert. Nein, so funktioniert diese Hardware nicht. Wenn sie was anderes installiert hätten, hätte ich... Josh? Bist du noch da? Der liest im Schnelldurchgang eine Reihe firmeninterner Memos. Wir melden uns wieder mit dem Wie. Du suchst das Warum. Bin dran. Ja, gut. Alles klar, dann hätte ich gern erstmal ein Auto. Obwohl, wir könnten erstmal wieder... Hier, was für Klassik, Alter, was hier für Scheißmusik. So, weg mit. Brauchen wir nicht. Forschungspunkte. Treffsicherheit. Verbesserte Fingerfertigkeit. Zweihandwaffen. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ruhige Hand. Dann machen wir mal hier Nachladegeschwindigkeit. Okay.
Gut, 2 Punkte haben wir noch zur Verfügung. Gucken wir mal in die DeadSec-App. Ja, da haben wir auch wieder was Neues frei. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da mal auch irgendwas mit dem Multiplayer mal machen. Und dann machen wir mal das hier. Zack. So, dann Auto auf Abruf. Offroad. Ja, wir haben da noch nix, ne? Müssen wir uns alle mal freischalten. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach, scheiß Controllersteuerung. Ja, natürlich, ich laufe jetzt erstmal 200 Meter zum Auto, ne? Hast du den Verstand verloren? Da komme ich nicht durch. Was zur Hölle? Boah, Diamanthalskette. Ja, sowas hat man auf jeden Fall im Handschuhfach. So, die holt auf jeden Fall schon mal keine Bullen. Finde ich sehr nett von der. Ich laufe doch jetzt hier 200 Meter zum Auto und dann wird einfach hier direkt ein Auto gesnackt und fertig. So, oh, da kenne ich nichts.